Also bekommen wir jetzt gleich noch Schaden, passt auf. Genau, wir bekommen jetzt noch Schaden, aber jetzt soll wir gleich ruhig sein. Wie gesagt, die Gasmasken haben eine gewisse Haltbarkeit, ihr seht selber. Nehmt ein bisschen mehr mit als zu wenig, solltet ihr euer High-Level-Tier sonst verlieren. Also, ja, ich weiß ja nicht, wie es alles bei euch ist, aber so. Ja, Piranhas, komm. Bidru, glaube ich, müsste auf. Naja, okay. Schwimm mal kurz durch. Also sollte ja irgendwas kommen, da sind wir sowieso wahrscheinlich dran. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Boogie in Ark. Hat unser Archie ein Ei. Oh, unser Archie hat ein Ei gelegt, beziehungsweise Hackett, also das kleine Mädchen. Ja, also Eier, sagen wir so, es läuft auf jeden Fall. Ich habe es natürlich wieder runtergestellt, die Spawnrate auf 0.8, nur nicht auf 1.0 habe ich es jetzt nicht ganz gemacht. Aber ihr seht selber, also Eier ist übelst geil. Sagen wir so, dann müsste die Eierproduktion auf jeden Fall noch laufen. Also Leute, wir haben heute ein bisschen was vorgestellt, alles klar. Mikroraptoren Eier auch. Wie gesagt, Kibbel sind wir eigentlich durch, muss ich sagen. Ihr seht selber 86 Archies Eier. Da Mikroraptor mal übelst. Wir haben schon einige Kibbel. Ich sag mal so, wir sind auf jeden Fall in dieser Hinsicht auf der sicheren Seite. Was ich kurz gucken wollte, ist, Leute. Okay, habe ich hier nichts. Eine Standfackel, wenn noch interessant. Aber ich werde wahrscheinlich etwas anderes placen. Ihr seht schon selber im Inventar, ich bin eigentlich voll equipped. Wir haben 4 Gasmasken. Ich habe noch mehr hier gestellt, da ich letztens ein paar Insekten abgenippelt habe, paar Sachen und wie gesagt, also Pinguine jetzt nicht, aber bei gewissen Insekten bekommt man ja organisches Polymer raus. Wie gesagt, bei der Brutmutter habe ich glaube ich einmal geholt, das war eine Level 15 und die ging halt da übelst schnell mit den unseren Tierchen zu machen, mit unserem Megatherium. Dann habe ich mir gleich ein paar, wie gesagt, hergestellt, bevor das verfault. Weil heute, wie gesagt, steht heute was Spezielles auf dem Plan und zwar wollen wir ja natürlich die Höhle erkunden. Wie gesagt, unser Tech Rex geht eigentlich recht tippitoppi. Ich sag mal so, das Spirit muss ich sagen, passt. Es ist halt ein hübsches Mädchen. Ansonsten die Werte sind eigentlich tipptopp. Ich konnte ihn schon ein paar Mal leveln. Das ist eigentlich okay. Wir können immer auf Nahkampfschaden gehen. Und dann mal ein bisschen auf Leben. Wie gesagt, das wird halt der absolute Hype-T-Rex wieder. Und unsere beiden kleinen Fratzis hier sind schon ein bisschen ausgewachsen. Wie gesagt, ich habe sie jetzt eigentlich 100% imprintet. Wie gesagt, ich habe sie nur eingestellt, dass ich zweimal sie bringen konnte. Aber 12.000 Leben ist nicht, naja, ist mal so ein Nahkampfschaden, ist übelst Bombe für den. Da Ausdauer ist okay, das könnte so bei 1,8 liegen, aber dafür hat der einen sehr guten Gesundheitswert. Ausdauer ist ein bisschen schlechter und Nahrung ist etwas besser. Also der müsste jetzt einfach, der Gesundheitswert müsste von den Grauen hier kommen. Und sonst einfach die Werte vielleicht ein bisschen besser sein, die Ausdauer, vielleicht finden wir mal noch ein. Aber sonst, Alter, das sind richtig Killermaschinen hier. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich habe mal so viele diese Windturbinen, der werde ich auch hier was hinbauen. Ihr seht selber, die Mauer ist fertig und natürlich hat Bidro auch seine Peach bekommen, beziehungsweise die Princess. Und zwar muss ich sagen, endlich hat es geklappt, wir haben endlich sie bekommen. Oh, sie ist ja noch auf neutral, wir machen hier alles auf passiv, einfach, es kommt hier eh nichts mehr jetzt rein. Es ist alles soweit abgeriegelt, es passiert nichts mehr, außer ein Flugtier kommt hier noch rein, aber ich denke mal, ja, ist jetzt nicht so. Wie gesagt, heute wieder Power Level. Ich muss sagen, die Werte sind übelst cool. Ich glaube, ich habe die nur zweimal auf Nahkampfschaden geskillt bis jetzt. Und ihr seht selber, Gesundheit ist 5,1. Ausdauer ist ein Ticken schlechter, aber Gewicht ist OP. Gewicht, glaube ich, habe ich sie einmal gelevelt. Und nur Nahkampfschaden. Also das sind wirklich zwei Power Level Tiere. Und da werde ich wirkliches Hardcore Leveling betreiben. Beziehungsweise Hardcore ausbrüten. Baryonyx machen ein bisschen auf Leben wieder. Was ich kurz gucken wollte, den Gewächshaus, der Käfer hat zur Zeit nichts gefressen. Entweder er hat keinen Bock, aber ich hoffe jetzt mal, ich habe ihn ein bisschen klein in den Dünger reingetan. Einfach damit er wieder groß wird. Zack, wir machen hier wieder zu. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Kleiner. Du frisst halt nichts. Du frisst zwar den Dünger. Option. Warte mal. Verhalten, wandern, deaktivieren. Ich habe keine Ahnung. Ich schmeiß dich mal hier hin, dass du vielleicht wieder ein bisschen rumgehst. Es ist ja klar, dass der Nachbar jetzt meint, er müsste jetzt mit seinem Ding rumdüseln. Ach komm,
Das kann nicht wahr sein. Das ist morgen so ein Traum. Nee. Finde ich jetzt natürlich sehr schlecht hin. Ich hoffe, der hört das Ball wieder auf, beziehungsweise fährt woanders hin. Das ist ja übelst nervig. So, was wir natürlich vorhaben, ist natürlich unsere Ding machen, auf jeden Fall unsere Höhle. Und wie gesagt, wir sehen uns einfach dort wieder. Ich werde jetzt Peach mitnehmen, wir werden ein bisschen Level, wie gesagt, die können ein bisschen Level-Boost vertragen. Es hat jetzt keinen Einfluss, wenn man die Dinosaurier davor levelt und dann mehr spart. Weil sie bekommen eh die Grundwerte. Also, das ist jetzt nicht so, weil ich glaube, Bitum ist gelevelt, das maximal ist. Also, er wird jetzt keine die Werte bekommen. Er sieht selber, er hat zwar ein bisschen Leben verloren, weil ich habe die Brutmutter gemacht. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns gleich wieder. Also, bekommen wir jetzt gleich noch Schaden. Passt auf. Genau, wir bekommen jetzt noch Schaden, aber jetzt sind wir gleich ruhig sein. Wie gesagt, die Gasmasken haben eine gewisse Haltbarkeit. Ihr seht selber, nehmt ein bisschen mehr mit als zu wenig. Solltet ihr euer High-Level-Tier sonst verlieren. Also, ja, ich weiß ja nicht, wie es alles bei euch ist, aber so. Alles klar. Zehntausend Chitin. Okay. Ich will jetzt nicht wissen, wenn wir jetzt raten müssten, 35 Level, 66 Level. Ich habe zwar das Level extra hochgestellt auf 2.0, also Bro, feig mir, bekommst du. Oh mein Gott, also 3000 Ausdauer ist cool und dann, ja, jetzt haben wir so, wir machen auf jeden Fall erst Nahkampfschaden, zack, 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 zack. So 1200 ist wichtig, cool. 22 Gesundheit und dann alles in Nahkampfschaden rein. Ich werde jetzt nicht hochfeeden, wir haben zwar nicht viel, es ist zwar jetzt rot, bloß weil wir jetzt hier so mal so, praktisch so rumrennen. Also was ich sagen wollte, es ist jetzt zwar rot. Okay, wir haben ja die Fackeln schon an, deswegen. So. Alter, das ist so abartig, dieses Tierchen. Ihr seht schon selber. Also, ist schon abnormal. Also, wenn du wirklich mit was leveln willst, das ist schon... Manchmal nervt es halt irgendwie schon die Kill-Anzeige. Von der Bildschirm kommt nicht mehr hinterher. Ich häng fest. Jetzt. Holy shit, ich hätte es gerade, die kommt nicht mehr raus. Und so schnell ist ein Megatherium gemaxt. Wie gesagt, man kann jetzt zwar die Dinos immer so hochfeeden. Das nehmen wir mit, das ist ein Opfer-Item für den Endboss. Ihr seht es ja selber, aber es dauert übelst lange, bis man da irgendwie was hochfliegen kann. Wie gesagt, man müssen mal ein bisschen aufpassen, ansonsten funktioniert es eigentlich, dass, ohne dass uns was passiert. Also wir gehen jetzt mal rechts runter. Hier rechts konnten wir ja rechts mal noch runter. Wir konnten zwar durch diesen kleinen Spalt nicht durch, aber ich will, wenn es geht, ein bisschen alles durchchecken soweit. Wir müssen bloß aufpassen, dass diese Fliegen uns nicht im allzu großen Schaden angreifen. Weil sonst bekommen wir ein kleines bisschen Problem. Aber ihr seht es selber. Also ich hätte nie gedacht damals, wie die Megatheriums rauskommen. Ich dachte, okay, die bekommen zwar einen Buff, aber auch die so übelst stark sind. Aber ihr seht selber, was hier spawnt. Es wäre eine Alternative, auch hier einen T-Rex mit runterzunehmen. So blöd es klingt mag. Also hier spawnt zwar meistens so ein... praktisch ein Airdrop. Also wenn uns gewisse Tiere nicht angreifen, dann ja, sind mir die auch egal. Wie gesagt, wir schmeißen mal das wieder weg, dass wir ein bisschen leer sind. Komm, hoch, 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 hoch. So, also wir waren ja jetzt links dieser Durchgang. Also wenn uns diese Insekten nicht angreifen, dann lassen wir sie auch gleich sein. Wie gesagt, ich will jetzt nur mal ein bisschen die Höhle erkunden. Das war halt unser Hauptmerkmal, Hauptziel. Hier links war praktisch dieser Durchgang, oder? Ja. Es ist bloß wichtig, und das müssen wir halt jetzt machen. Das ist das einzige Problem. Hallo, schlagst du mal zu, danke. Das ist das hauptsächliche Problem, dass du hier durchkommst. Wie gesagt, du musst noch kurz einsaugen. Ja. Und hier wieder rausschmeißen.
Weil sonst kommst du hier nicht weiter. So. Alles klar, guckt euch das an. Oh, Blutegel gibt's hier. Sand am Meer. Also da müsst ihr echt aufpassen. Wie gesagt, boah, ich glaube, ihr könnt sich ja bis zu 10 Stück stacken. Das sind diese Arthropleuras, die sind übelst hardcore. Wenn die euch anspucken, dann bekommt ihr auch übelsten Damage. Also wie gesagt, eure Rüstung wird meistens zu One-Shot oder... Also zu One-Shot ist eine, durch diese Säure stirbt eure Rüstung halt instant. Ich kann einfach hier durch und einfach drücken. Da müsst ihr was aufpassen. Ich wollte eigentlich schnell die Dinge entfernen. Die Blutegel. Wie gesagt, da müsst ihr einfach so abziehen, wie ihr seht ja selber nochmal rechts oben das Blutegelzeichen, weil euer Tier würde dann stetig Leben verlieren und das ist das. Das kann nicht wahr sein. Könnt ihr mal Ruhe geben, ihr Viecher? Bekommt ihr auch dieses Blutegelblut? Ach, da kommen ja schon wieder welche. Kann ich jetzt bitte mal weiter checken? Wie gesagt, es ist ein bisschen tricky. Aber es ist halt immer cool, wenn ihr praktisch mit Mede auf ein Tier sitzt, da bekommt ihr diese Blutegel immer selber nicht ab. Solltet ihr jedoch selber von einem Blutegel erwischt worden sein, ich bin schon wieder getroffen worden, rechts oben sieht man das Symbol, da müsst ihr, okay, wir haben Öl bekommen, Perlen, dann nehmen wir das mal mit, wenn wir schon bekommen. Ihr müsst halt praktisch ein Lagerfeuer machen, euch sozusagen selber kurz anzünden, dann wird es auch wieder funktionieren. So. Also, hier ist nix. Ich glaube, hier hinten geht's weiter. Wie gesagt, wenn uns die Käfer nicht unbedingt challengen wollen, dann greifen sie auch nicht an. Können wir hier weiter? Warte, wir müssen unser Tier schnell nochmal abziehen. Wie gesagt, die machen halt laufenden Damage. Und wenn euer Tier euch... Also, der kann sich halt sozusagen nicht mehr hochhalten. Gasmaske, kurzer Check. Er hat schon ein Fünftel verloren. Oder ein Viertel schon knapp. Aber ich sag mal so, euch passiert halt hier nichts mit diesem Tier. Also wenn euch wirklich, ihr seht selber, es gibt, sind hier massig diese Viecher, wenn ihr ohne diese Tiere hier durchrennt, also ohne Amigaterium oder ich sag mal so, was ein bisschen Schaden macht. Dann habt ihr ein bisschen Problem, das ist so das große. Ich bin mal gespannt, ob das hier Loot, diese Loot-Drops bin ich auf der Suche. Also es sind ja diese Kristalle, wo auch am Tagspawn, bloß etwas kleiner hier. Da bekommst du halt doch manchmal echt interessante Sachen raus. Wie gesagt, die Sachen kann man halt mitnehmen, die wo ein bisschen interessanter sind, wie diese Opfer-Items sind auf jeden Fall interessant. Ob hier auch Piranhas kommen. Bidru, glaube ich, müsst ihr auf. Naja, okay. Schwimm mal kurz durch. Also sollte ja irgendwas kommen, da sind wir sowieso wahrscheinlich dran. Aber braucht euch nicht wundern, mit der Pistole kann man hier unten nicht schießen. Also das gleich vorweg. Okay, das sind nur schwarze Pieren. Ah, okay, wir kommen hier schon wieder raus. Ich muss halt hier wieder zurück. Ah, okay, hier ist das Opfer. Hier ist das Item, okay. Dieses Artefakt. Das ist natürlich cool. Dann haben wir das schon mal bekommen. Naja, hier sind nur Kristalle, aber Kristalle wiegen halt übelst viel. Das Einzige, was ich ein bisschen hier Mumm habe, hier ins Wasser zu gehen, sind diese, wie soll ich sagen, diese Aale. Wenn die hier irgendwas sind, dann bist du. Aber ich denke mal, in denen, dass du hier mit keinen anderen Tier reinkommst, werden sie es wahrscheinlich jetzt nicht so gemacht haben, dass die alle hier sind, okay. Also hier schon mal dieses Artefakt, ist gut zu wissen. Dafür ist dieser kleine Höhleneingang durch, also man müsste theoretisch gesehen hier dieses mit den Viechern nicht mehr durchrennen. Ich muss jetzt ganz kurz warten, bis der Cooldown wieder weg ist. Okay, ich komme durch. Dass man hier wieder rauskommt, was hier, ah, das ist ja das von unseren Kirchen. Einsaugen können wir ihn schon mal, wie gesagt, und dann müssen wir ihn auch halt wieder rausschmeißen. Also, okay, hier geht eine Felsspalte rüber. Okay, seht ihr das, was ich gedacht,
gedacht habe, gemeint hatte, wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück, steigen hier hinten ab. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Unser Megatherium ist zwar ein bisschen leicht angehittet, beziehungsweise etwas leicht lediert. Also, und zwar können wir hier das Spiel etwas, ich will zwar nicht sagen, verarschen. So. Dann werden wir noch hier eine Ding platzieren, eine Treppe. Wie gesagt, man soll natürlich immer ein bisschen her. Ich werde auch nur so viel bauen, wie nötig ist. Also ich werde jetzt nicht hier sagen, okay, ich baue jetzt schön breit und schön groß. Dann machen wir das hier und dann müssen wir natürlich wieder eine Treppe runterbauen, dass wir auch wieder hochkommen. Und wir können weitergehen. Wie gesagt, ich nehme halt immer ein bisschen was mit. Wichtig ist auch, was ich euch empfehlen kann, ist Stein. Na toll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn gar nicht erst rausgelassen hier. Wichtig ist auch Stein, was dazu zu sagen ist, weil Stein kann halt so gut wie gar nichts zerstört werden. Klar, wie ein Titan oder so, dein Giga kann das zwar bewerkstelligen, aber alles andere ist halt so, sozusagen immun dagegen. Okay, hier ist nochmal ein Artefakt. Hier sind Blutigel drin, oder? Also gibt es hier bloß Artefakte. Also zwei Artefakte in einer Höhle, das ist natürlich schon recht interessant. So, jetzt müsst ihr jeden Augenblick aufstehen. Ja, und wir können weitermachen. Ja, es war jetzt eine gechillte Kaffeepause auf jeden Fall. Ich bin halt gespannt, was hier unten überhaupt ist. Also es sieht ja aus, als wäre hier sehr viel Metall. Alles klar, Alter, wie sieht das hier unten mit dir aus? Also ich hoffe ja, ich habe die Gasmaske runtergetan, damit ich hier kein übelsten Schaden hier von dieser Sache bekomme. Da vorne ist sowas wie ein Airdrop oder Lootdrop, also das Einzige, was ich halt hier hoffe, ist, dass wir hier nicht zu viel Damage bekommen, weil unser, ja, Megatherium, ich hätte ihn zwar füttern können, ich habe ja nichts mehr zum Fressen, leider. So, wir werden jetzt mal hier rumgehen, wir haben mal... Ich bin auch mal gespannt, was hier alles zu... Ja, wir können auch mal drauf schießen, also ich glaube ja nicht, dass es irgendwie den Einfluss drauf hat. Nee, hat er wirklich keinen Einfluss. So, dann gucken wir noch ein bisschen hinter. Ich will ja gucken, also es kann doch nicht wahr sein, dass da hier nichts unten ist. Also ich hoffe ja nicht, dass hier... Oh, seht ihr, der ist da hinten, der ist ein roter Rootdrop. Hey, danke, komm, das wäre doch die absolute Ehre, wenn ich das bekommen würde jetzt. Naja, selbst diesen... Ah, das ist nicht ein Loot, Loot-Drop, Leute. Das ist ein Artefakt, wie ich das gesehen habe jetzt wieder. Das ist aber auf jeden Fall gut bewacht. Also gibt es in dieser Höhle drei Artefakte. Ist auf jeden Fall interessant. Da würde es sich fast lohnen, nächstes mit dem Biber oder so runterzugehen, wenn dir kein Damage natürlich passiert. So, dass wir mal safe sind. Ja genau, und jetzt kommen natürlich die Käfer und diese Schlangen, die hier natürlich sich selber wegporten. So, haben wir hier noch was Interessantes von Opfer-Items bekommen? Ja, ich weiß, dass du mich angreifst, ist mir auch egal. Da sind Spinnen schon wieder gespawnt. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist so abartig. Nee. Also kann es jetzt mal kurz reichen, dass ich mal hier kurz checke. Also drei Artefakte haben wir jetzt schon mal.
in dieser Höhle. Also auch Artefakt des Immunen gibt es hier, des Rudels und des Starken. Ist das Blaue immer gewesen, genau. Okay, du bist. Na komm, hier. Ja. Drehen, 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 drehen. So. Wieder die ganzen Schüppel rausschmeißen wieder. Ja, wie gesagt, also farmen kannst du hier schon easy. Also anscheinend ist hier nichts drunten. Es ist wirklich nur ein reiner Artefakt-Spot. Also ich sehe heute ja auch nichts. Wir gehen mal kurz ins Wasser hier rein. Ja, hier sind natürlich wieder Milliarden Blutegel. Fünf Stück drin, Alter. Die saugt natürlich dein Viech übelst aus jetzt. Aber es bringt nichts, wenn ich hier mitten im Wasser stehe, dass ich hier das abziehe. Also anscheinend war hier nichts so überaus Hardcore-mäßiges. So, der ist wieder zufrieden. Ich glaube, ich denke, man macht wieder raus. Vielleicht finden wir noch nach Hause etwas Interessantes. Wir müssen jetzt bloß gucken, wo, ja, ich weiß jetzt selber nicht, wo der Gang nach oben war. Das war natürlich ein kleines bisschen Problem. Ich denke, wir waren hier an den Stein. Wir können jetzt einmal mal schauen, der unten, wo ich gesagt habe, wo dieser Loot Crate spawnen kann. Da werde ich noch mit euch kurz hingehen. Wenn wir Glück haben, ist da was gespawnt, was wir mitnehmen können. Ansonsten, ja, ist es halt nichts. Ja, okay, es ist ein blauer gespawnt. Ja, wenigstens etwas. Okay, die Gasmaske ist im Arsch. Wir haben die zweite. Nee, oder? Was ist denn das? Ach, ein Stoffhelm und eine Kühltasche. Ah, alles klar, danke schön. Wie viele Phasen bräuchten wir? Ja, fast 1000 Phasen. Aber es hat sich eigentlich nichts gelohnt. Also meine Freunde, jetzt bin ich schon mal daheim. Ja, ich habe zwar noch ein bisschen einen Falk gehabt und bin mal runtergefallen. Naja, okay. Das kommt davon, wenn man die Taste vertauscht. Aber ich habe es glücklicherweise hier überlebt. Wir schauen mal zu unseren Rexes. Die müssten fast der ist ausgewachsen, oder? Der ist sogar ausgewachsen, ja. Okay, 12.000 Leben letztendlich. Der ist voll geprägt. Wie gesagt, die gehen halt jetzt richtig steif, Mann. Wenn die wirklich geprägt sind, der geht wirklich was hoch. Ihr wisst, ich werde den Rex und den Rex auf jeden Fall paaren, weil die von den Werten und den Stats allgemein ja wirklich am überpowersten sind. Also der hat zwar jetzt nicht so, der hat zwar viel Leben und andere zwei Dinge. Die zwei paaren, wenn man schaut, was man rausbekommt. Und wenn man da eine gute Brut zusammenbekommt, dann werden wir richtig OP sein. Wie gesagt, Bidro und Peach werde ich paaren. Und das ist das, was ich letztens gebaut habe. Diese Brücke oder so, wo ich ja gesagt habe, die ich bauen will. Das ist so eine kleine Safe-Runde. Wie gesagt, die Erhöhung habe ich gebaut, damit das Tor hier schön reinpasst. Und damit die Tiere auch durchpassen, sowas wie Mammut oder so. Deswegen wurde das so gebaut. Und natürlich hier schön zum Rübergehen. Wie gesagt, hier kann man natürlich auch hier rüber schauen. Wie gesagt, wenn man angegriffen wird. Aber hast du ein paar PvE nix. Und dann natürlich hier schöner Durchgang mit Socken hier schön verstärkt. Wie gesagt, da zum Durchgehen. Und natürlich auch eine schöne geschützte mit Steinbrücke. Wie gesagt, hier schön erst mit. Praktisch erst müsst ihr die Pillars setzen. Dann müsst ihr Strohbarrikaden draufsetzen. Und dann über den Strohbarrikaden könnt ihr dann diese Steinstrukturen platzieren, dann müsst ihr dieses Stroh wieder unten darunter abreißen. Aber ihr seht selber, dann habt ihr eine richtig coole, solide Brücke und der sieht doch richtig stark aus, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall interessant. Man kann natürlich mit Mauern recht cool durchgehen. Und ich will halt das so lassen, damit ich ja auch rüber kann und Holz farmen kann. Oder so, wie gesagt, finde ich auch cooler. Was ich euch noch sehr gerne zeigen wollte, ist, muss ich so rumgehen. Zwar wollten wir den Hai angucken, ich will euch noch dieses Muster zeigen, beziehungsweise unseren Hai. Was ich natürlich auch noch entdeckt habe, war eine Kleinigkeit, die ich erst nicht wusste, dass es hier auch das gibt. Aber ich sag mal so, ich bin sehr positiv überrascht, was uns dieser Spot hier alles zu geben scheint. Wie gesagt, wir haben erst übelst viel Platz. Ich werde noch ein, zwei so kleine Hütten bauen, wo wir dieses Fressen für die Dinos lagern. Und zwar hier ist unsere Fischi drin. Wie gesagt, ihr seht selber, erst einmal ist hier übelst viel Platz und ihr seht selber schon, ah ja, hier sind Perlen. Das ist cool. Vor allem ist es halt übelst viel Platz, wenn wir hier mal einen Moser oder einen Plesio finden. Ja, da kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel dran bauen. Beziehungsweise ihr seht selber, hier ist es ja fast eben. Hier werde ich so einen kleinen Steg hier runterbauen, so eine Treppe, hier einen Steg, so eine kleine Plattform. Damit man hier so ein bisschen herkommt, wo es tief ist. Ich will nicht, dass dieser Perlenspot verschwindet. Wie gesagt, hier sind ja so drei
6, 9, 12 und hier sind nochmal 4, sind 16 Plätze. Wie gesagt, 16 Plätze mal 4, das sind, dann könnt ihr ja Gutes ausrechnen. 10 mal 4 ist 40, 6 mal 4 ist 24, dann 640 Permens, 40 Drop pro Portion hier. Und ich glaube, ja, das will ich lassen auf jeden Fall. Wie gesagt, hier können wir ein bisschen was reinschmeißen von den Tieren. Hier werde ich halt eine kleine Sache noch runterbauen, wie gesagt, so eine Treppe. Entweder hier straight runter, so eine schräge oder, glaube ich, so eine Wendeltreppe würde hier auch mal cool passen. Aber man geht ja nicht tausendmal runter. Und dann hast du eigentlich hier einen safen Platz. Es ist zwar jetzt nicht so, weil es der so grüne Muster hat, aber eigentlich, es kann auch cool ausschauen, muss ich sagen. Wenn man hier jetzt so die grünen Muster hier anschaut, ja, hat was. Wie gesagt, ansonsten ist der Hai halt wirklich ein Scout hier für Anfang an. Bewegung, ach, bekommt man echt nicht viel. Wir können mal kurz testen, ja, ein bisschen schneller wieder, glaube ich, so ab 110 könnte man ja machen. Gewicht muss ich in Level. Wie gesagt, sonst können wir nächstes Mal nicht so viel schwarze Perlen hier ernten. Wir lassen es nie auf jeden Fall hin. Ich glaube, er ist auf neutral, oder? Ja, genau. Da kann er sich hier wehren. Und damit ist er eigentlich safe. Muss ich, ja, wir können ein bisschen runter tun, wenn ich, mal nicht da bin, nicht dann mal ein Tyrex kommt oder ihn angreift. Sag mal so, hier passiert ihn halt auch gar nichts. Ja. Und wie gesagt, er ist hier unter Wasser, hier geht es tief rein und sowas wie ein Tyrex wird er nicht freiwillig tauchen. Deswegen ist er eigentlich hier richtig schön safe. Ich finde die Farben recht cool, aber das hätte ich noch vor, so einen kleinen Steg zu bauen, weißt du, als könnte man hier angeln. Ich hätte eigentlich hier gedacht, dass man hier angeln kann, aber ja, hier ist tote Hose im Punkto Fische. Deswegen wird das leider flach fallen. Wie gesagt, den Kanon putzen wir mal schnell weg. Ja, die machen so gut wie keinen Schaden. Wie gesagt, der Argentavis hat hier einen 180er Rüstsattel. Ja, ist immer so, da geht auf jeden Fall was. So, die Brücke, ich finde die so richtig cool. Also die Brücke ist jetzt fertig. Wie gesagt, ich habe sie jetzt bündig abgeschlossen mit der anderen Klippe, dass es so eine Einheit links gibt. Und jetzt ist es eigentlich schon fast safe, dass die Tiere nichts machen. Hier finden sind eine riesige Mauer hingezogen mit Spikes und hier habe ich sogar noch Holzspikes versteckt, dass es hier richtig safe ist. Wäre diesen Operation Teil zu erkunden oder wir sehen eine Giant Bee. Sollte euch etwas eher interessieren, in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich einfach gerne eine Giant Bee sehen, da ich das für gewisse Kibbelproduktionen brauche. Ansonsten, ciao, ciao Leute. Bis dahin.